So, liebe Videofreunde, heute darf ich mal den Startschuss geben in Urlaub. Und zwar geht's jetzt los in oder zu unserer Polarlichttour. There's a new day that will come again tomorrow. Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some. So, liebe Videofreunde, die erste Station ist geschafft. Wir stehen in Rostock an der Fähre und warten auf Einlass sozusagen. Wir fahren jetzt mit der Fähre nach Geetze rüber, nach Dänemark, und da suchen wir uns nachher ein Stellplätzchen. Hatten wir ja schon mal, ne? Ja. In der Nähe des Hafens so einen Platz. Und da bleiben wir dann heute Nacht und morgen früh geht es weiter. Unsere Abfahrt gestaltete sich heute wieder etwas, hektisch. Das war, sagen wir mal, so nicht geplant. Eigentlich wollten wir gerne eine Fähre früher fahren, aber unser Hund machte heute früh keine Anstalten zu fressen und das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Also was hat Frauchen gemacht? Ist mit dem Hund nochmal zum Tierarzt, obwohl ich ja da gestern erst war, wegen der Wurmkur und so weiter. Also bin ich heute nochmal hin und dann haben wir nochmal untersucht und gemacht und getan. Dann haben wir eine Spritze gegen Übelkeit gekriegt und jetzt geht es ihm aber wieder gut. Er würde auch wieder fressen. Aber das war heute ein bisschen aufregend und deswegen sind wir auch viel später weggekommen, als wir eigentlich ursprünglich wollten. Und deswegen gibt es jetzt die Fähre um 18 Uhr, da sind wir dann um 20 Uhr drüben. Sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your trouble. Angekommen am Stellplatz. So, heute Abend gibt es schnelle Küche, bisschen Gemüse und vorgekochte Frikadellchen. Und wird noch gleich schön Abendbrot gegessen. Erster Abend im Urlaub, gut gegessen, erstes Problem. Fehlermeldung Heizung E122H, ne? Ja. Bedeutet normalerweise Kraftstoffmangel. Haben wir aber nicht. Die Heizung geht immer wieder aus, also sie brennt kurz und danach geht es wieder aus. Wäre jetzt in diesem Urlaub ganz schlecht. So, wir tüfteln jetzt hier rum und ich habe gesagt, vielleicht sollten wir sie mal richtig frei brennen lassen, mal auf ganz hoch stellen, und jetzt haben wir das auch gemacht, ne? Lassen sie mal richtig durchlaufen und mal gucken, was passiert. Erster Morgen aufgewacht mit Sonnenschein. Wir stehen jetzt hier noch in Geetze am Hafen und jetzt gibt's Frühstück und dann geht's los. Wir wollen halt viel Strecke machen. Guten Morgen, liebe Videofreunde. Jetzt muss ich.
lass noch mal Oma filmen. Was? Auf den Trappenrunde. Guten Morgen, liebe Videofreunde. Nachdem wir jetzt beide kräftig unsere Nase geputzt haben und endlich Videostartler sind. Also, wir haben gestern Abend ja ein Schreckerlebnis gehabt mit der Heizung. Fehlermeldung E122H. Die Heizung ist immer angegangen und ist nach einer gewissen Zeit wieder abrupt ausgegangen. Und dann haben wir gegoogelt, gemacht und getan, hatten auch Kai sein Video gesehen und haben gedacht, ach du liebe Güte, wenn das jetzt auf uns zukommt, na super. Aber da ja da in der Werkstatt war und der Glühstift ausgetauscht werden musste, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal gegoogelt bei Truma direkt in einem auf der Seite und da stand dann bei der Fehlermeldung 122 nicht nur Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Luftzufuhr oder irgendwas gestört, ne? Ja. Und dann hat es bei Michael geklingelt, dann hat der Palimpalim gemacht und ist aufgestanden und dann haben wir geguckt, unten in der Garage und da war, wie nennt sich das, erzähl du mal. Da war eine Plastiktasche vor den Ansaugbereich von der Heizung gerutscht und deswegen konnte die dann auch nicht gehen. Ja, war vor dem Gitter so ein Plastikbeutel für die Wäsche, ja. Für die Schmutzwäsche hatte ich den mitgenommen, der war leer, aber der lag eben direkt davor und das hat es irgendwie wie angesaugt sozusagen und da war die Luftzufuhr gestört dann, ne? Ja. Und das war der Grund und Gott sei Dank, ne, ist uns das dann eingefallen. Ja. Weil sonst hätten wir gestern irgendwie ein Problem gehabt. Wir hatten die Störung schon mal, da waren wir allerdings zu Hause. Und da war aber der Tank fast leer. Genau. Und ja. Wenn du auf Reserve bist, dann geht die Heizung nicht mehr. Ja, dann geht die Heizung nicht mehr an. Da haben wir noch gesagt, wir müssen echt aufpassen. Ich habe dreimal geguckt hier, nee, über Viertel voll, das kann es nicht sein. Und dann ja, oder das Fahrzeug steht schief. Nee, also so schief haben wir auch nicht gestanden. Nee. Also das hat irgendwo keinen Sinn gemacht, ja. Und dann irgendwann hat es geklingelt und wo das dann mit der Abluft da stand und Gott sei Dank haben wir es gefunden. Also die Heizung geht wieder. Und ja, wir stehen jetzt hier in Geta, ganz um die Ecke beim Hafen ist ein Stellplatz, der ist normalerweise im Sommer geöffnet. Jetzt ist er wohl scheinbar zu, hast du gesagt? Ja, jetzt ist das noch Winterlager für die Boote hier. Ja, und obwohl die Einfahrt hierher, hast du gesagt, ist wer zu? Ja, die andere ist offen. Ach, da vorne die, ja. Und ja, wir haben uns einfach jetzt heute, gestern Abend hier hingestellt, weil wir kannten den Platz ja schon, wir waren schon mal hier gewesen. Und ist keiner da. Ja, fertig. Ja. So. Also es ist normalerweise ein schönes Plätzchen, weil es gibt hier auch, kann ich nachher nochmal kurz zeigen, es gibt hier auch Duschen und Spülküche und alles Mögliche. Mhm. Und es ist ein schöner Platz hier. Ja, ist direkt, ja gedacht, auch für den Hafen hier, für die Boote. Ja, für die Boote, genau. Und das ist auf Park Verneid findet ihr das. Mhm. Ja. Also falls ihr mal auch in der Richtung unterwegs seid. Ne? So, jetzt werden wir mal ganz schnell hier machen und dann losstarten, weil wir wollen heute viel Strecke machen. Wir sind schon wieder eigentlich zu spät. Okay, also, dann bis später, gell? Tschüss. Ciao. So, liebe Videofreunde, ich wollte euch mal zeigen. Hier stehen wir jetzt. Das ist das Plätzchen. Und ich glaube, wir waren 17. Auf dem Rückweg von den Lofoten waren wir schon mal hier gewesen. Ich muss direkt mal in unseren Videos gucken. Das ist der Platz. Jetzt stehen die Boote hier alle draußen. Und im Sommer ist das alles hier leer. Da kann man halt mit dem Wohnmobil stehen. So, da vorne geradezu, da ist das Häuschen mit sanitären Einrichtungen. Da laufe ich jetzt mal hin und zeige euch das mal. Allerdings natürlich nur von außen. Ja, so schaut das dann hier aus. Ja, hier ist das Häuschen. Und es gibt also normalerweise hier eine Küche, einen Wickelraum und Waschmaschine. Alles da. Das ist auch für die Boote hier, die hier anlegen. Ne? Und hier sind die sanitären Einrichtungen. Bis zum 4. April ist noch geschlossen und dann wird wieder aufgemacht.
Ja, das ist das Plätzchen, ganz da hinten stehen wir. To get you through your struggles, I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise. Wir haben gerade ein Erlebnis gehabt. Das war lustig. Wir sind jetzt übrigens, sind wir in Stockholm? Kurz vor Stockholm. Und wir sind gerade hier am Fahren. Und da denke ich so am Himmel, das könnte sowas sein. Das sieht ein bisschen grün aus da oben am Himmel so. Dann habe ich gedacht, nee, vielleicht täusche ich mich, ist irgendwie im Spiegelung oder irgendwas. Ich habe mir nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil sonst denkt Michael, ich bin hysterisch. Und dann hat Michael, dann habe ich irgendwann gesagt, das ist doch irgendwas. Dann sagt Michael, habe ich auch schon gerade gedacht. Ich habe mich nur nicht getraut, irgendwas zu sagen. Also wir haben die ersten kleinen, hellen Erleuchtungen am Himmel gesehen. Ich glaube das ja alles nicht, oder? Tatsache war, jetzt fahren wir nach Uppsala und dann schauen wir mal, ob wir da, wenn es dunkler ist, heute Abend vielleicht schon ein bisschen was sehen. Ich könnte es gar nicht glauben, aber das ist so, oder? Ja, Michael sagt auch ja. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new. So, der Mann ist am Abspülen von unserem Müsli-Frühstück. Ist ja nicht so viel. Und die Frau ist am Filmen. Ja, hier haben wir gestanden. Und es ist richtig schön hier, direkt am Wald. Michael war einen schönen Hundespaziergang heute früh schon machen. Ja. Da ist der Flughafen, da kommt gerade ein Fliegerchen hoch. Habe ich den mit drauf? Wo ist er denn? Da, ja. Ja, habe ich. Aber das ist recht leise. Also den hat man überhaupt nicht gehört heute Nacht. Ja, und da drüben ist das Hotel. Und das ist so ein Parkplatz hier, ne? Also einwandfrei. Ganz, ganz ruhig. Flieger hört man nachts überhaupt nicht. Also, sehr schönes Plätzchen. So, jetzt geht's los in Richtung Lappland. Wir starten. Die Frau fährt. Thank you.
is a new day. It is waiting for us. There's a new day. Und jetzt gibt's erstmal Mangiare. Ich habe jetzt Hunger. Heute früh gab's ein bisschen Müsli und ich bin jetzt auch die ganze Zeit gefahren und jetzt bin ich ein bisschen kaputt und hab richtig Hunger. Und jetzt werden wir uns ein leckeres Möhrebrühl schmecken lassen. Michael ist noch mit dem Hund. Ich muss schon mal ein bisschen vorkosten. Schöner Rastplatz. Im Hintergrund schmatzt es. Und das Möhrebrühl hat gut geschmeckt. Ja, hier haben wir 2017 schon mal gestanden. Allerdings im Sommer. Herrlich hier. Und es ist überhaupt nicht kalt. Also man kann sogar mit Pullover oder mit so einer leichten Jacke stehen. Herrliches Wetter, ey. Traumhaft. Ja, wir haben gerade gehört von unserem Polarlichtguide Alex, dass es gestern Nacht noch um 12:30, obwohl Polarlichter gab, also zumindest bis nach Deutschland hätte man sie gesehen. Wahrscheinlich haben wir tief und fest geschlafen und haben es nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Also wo wir ins Bett gegangen sind, haben wir nochmal geguckt, da war nichts. Aber vielleicht haben wir ja heute Abend Glück. Auf jeden Fall muss das gestern bis nach Deutschland runtergereicht haben. Ja, da sind wir mal gespannt, ob es heute Abend klappt. Und? Ist das was mit dem Möhrebrühl? Das ist auf dem Schiff war besser. Aber so halt. If only just for a bit, there's a new day. It is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore us. There'll be new ways. This is not. Spargel, gebratenen Spargel mit Kokosblütenzucker und ein bisschen Salz und Bio-Lachssteaks vom Schwein und Salat mit einer selbstgemachten Vinaigrette. So, Polarlichtstärkung. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen, damit wir fit sind für nachher. Up the fight, if only just for a bit. There's a new day, it is waiting.